Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Mit diesem Video möchte ich eine neue Videoserie über neuronale Netze und das überwachte Lernen starten. Später gefolgt sicherlich auch vom sogenannten unüberwachten Lernen. Der eine oder andere mag sich jetzt vielleicht wundern, ich hatte bereits drei Videos vor kurzem online, die sich mit dem Thema auch auseinandergesetzt haben. Ich habe es jetzt allerdings wieder offline genommen. Ich war nicht ganz zufrieden. Diese Serie startet mit diesem Video sozusagen neu. In dem heutigen Video soll es um neuronale Netze gehen, die wir in Layer organisieren. Wir sind auf dem Weg hin zum überwachten Lernen. Und was wir für das überwachte Lernen brauchen, abgesehen von den neuronalen Netzen selbst, sind Ableitungen. Also in diesem Video wollen wir uns die Grundlagen der Netze anschauen, der Forward Propagation und der Backward Propagation. Um dann im nächsten Video uns mit Fragen der Implementation auseinanderzusetzen. Im dritten Video werden wir dann uns den eigentlichen Lernprozesse anschauen und diverse Lernbeispiele uns ansehen, wie zum Beispiel die Handschrifterkennung einzelner Digits, Zahlen, das FIS-BAS-Problem, die Anlernung, das Training, das Anlernen von logischen Operationen und oder XOR, NOR und so weiter. Und in der Folge noch weiteren Videos später gucken wir uns da sicherlich noch weitere Beispiele an. Vielleicht auch ein Beispiel zur Image Compression. Mal schauen. So, neuronale Netze. Klassischerweise würde man also hingehen und neuronale Netze herleiten oder aufziehen über die sogenannten Neuronen. Das habe ich in den letzten Videos auch versucht. Das geht natürlich, aber ich finde hier an der Stelle, wenn es ums überwachte Lernen geht und über die Ableitungsberechnung, die Neuronen lenken eigentlich schon wieder ein bisschen ab. Wir können uns neuronale Netze ein bisschen abstrakter und zeitlich auch schon hingewandter zur eigentlichen Implementation anschauen. Ja, für neuronale Netze, überwachten Lernen, würde niemand einzelne Neuronen implementieren, sondern man würde Neuronen immer vektorisieren, also zusammenpacken in Bündel oder sogenannte Layer. Und um diese Layer soll es gehen. So ein neuronales Netz ist also eine Abfolge von Layern. Und da gibt es erstmal ganz am Anfang den sogenannten Input Layer. Das heißt, wir haben einen Vektor x in blau, nein, ein Vektor x in schwarz. Der da besteht also aus den Komponenten x0, x1, Punkt, 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 xn minus 1, also wir haben n Komponenten. So, das ist ein spezieller Layer, der sozusagen immer auftauchen muss. Das ist der Input Layer. Und wir nennen ihn mal L0. Ja. Der Input Layer. So, also dieses x ist aus dem reellen Vektorraum R hoch n. So, das wie gesagt ist ein spezieller Layer. Jetzt kommen die sogenannten Hidden Layer. Ich mag diesen Namen eigentlich nicht, aber er ist etabliert. Persönlich würde ich eher von Inner Layers, also inneren Layern sprechen, aber bleiben wir mal beim etablierten Vokabular. Hidden Layer. Hidden Layers. So. Hidden Layers definieren immer ein Signal. Im Übrigen hier der erste Layer auch. Der definiert das sogenannte Signal S0, aber das ist identisch zu X. Ansonsten jeder andere Layer definiert ein Signal, geht also los mit S1. So, und S1 ist der Funktionswert des Layers L1. So, und dieser Layer nimmt drei Inputwerte an. Er nimmt nämlich Gewichte 1, ein Bias 1 und Signal 0 an. Gefolgt vom zweiten Signal als Abbild des zweiten Layers, der dann nimmt als Argumente Gewichte 2. Ja, diese Gewichte sind, das sind immer Vektoren. Der Bias auch, so Bias 2.
und hier geht jetzt S1 ein. Und an der Stelle, glaube ich, wird schon so ein Pattern klar. Das heißt, wir haben zwischendurch ein SI als Abbild von LI, das als Argument annimmt, die Gewichte I minus 1, die Bias I minus 1 und das Vorgängersignal. Ups, entschuldigt. Nein, natürlich die Gewichte WI, die Bias BI, aber das Vorgängersignal I minus 1. So, und das Ganze geht dann bis zum letzten Zwischensignal oder Hidden Layer Signal, nennen wir das mal SK, ist das Abbild von LK, das nimmt Gewichte WK, ein Bias BK und das Vorgängersignal SK minus 1. Nachdem wir also die Layer alle durchgegangen sind, kommen wir dann schlussendlich zum Output-Layer. Y, das sich dann also zusammensetzt aus Koordinaten y0, y1 und so weiter bis ym minus 1, um damit auszudrücken, das ist ein Vektor, der nicht exakt gleich lang sein muss. Wie x kann er aber. Das gilt im Übrigen auch für jedes Signal. Also wir haben SI, sozusagen so für alle i von 1, 2, Punkt, Punkt, Punkt bis k. SI, das ite Signal, ist ein Vektor aus dem Raum R hoch m. I. Ja, es gibt eine eigene Variable für. Also diese Signalvektoren, die können alle unterschiedlich lang sein. Das ist, was diese Notation hier heißen soll. Wir haben außerdem Gewichte WI. Die sind dann auch aus einem Vektorraum SI. Und wir haben die Biasse BI Element R. Langsam gehen wir die Buchstaben aus. N, K, M, N, S, klein L möchte ich nicht nehmen. Was nehmen wir da? Nehmen wir doch klein L. LI. So. Das bedeutet insbesondere, dass jede Layer-Funktion LI ist eine Funktion von R hoch SI Kreuz R hoch LI Kreuz R hoch MI minus 1 nach R hoch MI. Ja, natürlich gilt zum Beispiel hier M0 ist gleich N natürlich. Wir können hier im Übrigen auch sagen, statt mi minus 1, wir können hier sagen ni, wenn wir definieren, dass ni einfach mi minus 1 ist. So. Dann bildet also jeder dieser Layer ungefähr ni auf mi ab, so wie das ganze Netz von n auf m abbildet. So. Damit haben wir jetzt sozusagen die grobe Struktur des neuronalen Netzes einmal diskutiert. Die ganzen Gewichte übrigens, die kann man noch zusammenfassen. Dann haben wir sozusagen den Großvektor aus allen Gewichten WB. Ja, ist also ein Vektor bestehend aus W1, B1, W2, B2, Punkt, 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 WK, BK. Der Input Layer war L0. Wir haben hier natürlich, habe ich noch vergessen, mit dran zu schreiben. Der Output Layer, gesagt habe ich es ein paar Mal, ist der Output Layer und den nennen wir dann entsprechend LK plus 1. So, also wir haben ein Netzwerk in K plus 2 Layern, L0 bis LK plus 1.
wobei L1 bis LK die eigentlichen Zwischen-, Inneren oder klassischerweise Hidden Layer sind. So. Und damit haben wir uns jetzt eine Funktion definiert. Y ist gleich NN Neural Network von W, B und X. Definiert als LK angewendet auf WK, BK, LK minus 1. Hier vielleicht arbeiten wir mit einer anderen Farbe, der Übersichtlichkeit wegen. WK minus 1, BK minus 1, Komma. Nee, nicht halt, 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 halt. Das mache ich hier so. Komma, Punkt, Punkt, Punkt. L1 von W1, B1 und X oder S0. Ja, machen wir von X so. So. Das ist jetzt insgesamt die Hauptfunktion des neuronalen Netzes sozusagen. Und von dieser Funktion ziehen wir uns noch, oder auf Basis dieser Funktion definieren wir jetzt noch zwei andere Funktionen, nämlich einmal die eigentliche Auswertungsfunktion, die da bildet ab auf y, und wir nennen diese Auswertungsfunktion mal f. Und dieses f ist parametrisiert durch den Vektor der Gewichte und der Biasse. Ja, also wir wollen die zwar frei wählen können, aber dann, sobald wir sie gewählt haben, eigentlich festhalten, um uns auf die unabhängige x zu konzentrieren. Ja, wir wollen zu einem gegebenen w und b verschiedene x auf verschiedene y auswerten können. Also diese Funktion ist also einfach definiert über die Hauptfunktion nn, dass ich einfach die Parameter wb und das eigentliche Argument x einsetze. Fertig aus. Die zweite Funktion, die wir uns definieren, ist die sogenannte Kostenfunktion. Wir haben also c ist gleich Kost. Hier ist jetzt das Spiel genau umgedreht. X wird zum Parameter und zu diesem Parameter nehmen wir als eigentliche unabhängige, als eigentliche Argumente den Gewichtevektor und den Biasvektor. Und diese Kostfunktion ist definiert als die Norm, auch wieder von nn, eingesetzt um wb und den Parameter x minus y expected. So, ja, das spielt schon auf so die euklidische Norm Quadrat. Man kann diverse andere Kostenfunktionen definieren, im einfachsten Fall vermutlich die quadrierte euklidische Norm. So, hierbei ist wichtig, also im ersten Fall, ja, hier ist sozusagen, ist W und B gegeben. Und hier unten im zweiten Fall als Parameter gegeben. Und hier unten im zweiten Fall ist es ein Tupel x und y expected gegeben. Expected heißt zu gut Deutsch erwartet. Das heißt, ich erwarte von dem neuronalen Netz, dass es zu diesem x dieses erwartete y als Ergebnis zurückgeben soll. Am Anfang, wenn das neuronale Netz frisch initialisiert und noch nicht angelernt wurde, wird es das aller Wahrscheinlichkeit nach nicht tun. Es wird nicht y expected zu x zurückgeben, sondern etwas völlig anderes. Und die Kostenfunktion sagt uns dann an, gibt uns dann eine Indikation, wie weit wir von der Erwartung eigentlich weg sind. So in dem Rahmen der Lernphase geht es dann darum, diesen Abstand zu minimieren, möglichst auf Null, wenn möglich, sodass das angelernte neuronale Netz entweder sehr, sehr nah am Erwartungswert oder genau drauf liegt.
genau den Erwartungswert zurückgibt. So. So, also die Kostenfunktion dient uns als Metrik, um zu bestimmen, wie erfolgreich wir während des Lernprozesses gerade sind. Und sobald der Lernprozess abgeschlossen ist, ist dann hier oben die Funktion F, dann der Lernprozess gibt uns einen Satz von Gewichten und Biasen, dann ist WB ist dann fest ermittelt worden durch die Lernphase und dann definieren wir uns das kleine F anhand der erlernten Gewichte und Biase und das ist dann die eigentliche Auswertungsfunktion, die wir dann zur Anwendung und zum Nutzen bringen können. So. Um jetzt auf den Aspekt der Differenziation zu kommen, wir haben jetzt hier oben unsere Hauptfunktion und sie ist integraler Bestandteil sowohl von klein f als auch von der Kostenfunktion. Wir wissen, dass unser neuronales Netz rekursiv definiert ist. Wir haben hier eine wiederholende Struktur, wo LK angewendet auf LK-1, angewendet auf LK-2 und so weiter. Diese rekursive Struktur ermöglicht es uns, sie auszubeuten. Statt uns zu überlegen, wie wir aus dem Stand die Ableitung für das gesamte Netz berechnen, reicht es uns zu überlegen, in einer Art induktiven Verfahren, angenommen ich wüsste von einem Layer LI-1 bereits die Ableitung, wie ich aus dieser Ableitung von LI-1 die Ableitung von LI berechne. Ja, also wir betrachten uns aus dieser teleskopartigen Verschaltung, wir betrachten uns einen einzelnen Schritt. Wir gucken uns an SI als das Ergebnis von Groß LI angewendet auf WI, auf die Gewichte I, auf den Bias I und SI minus 1. Ja, also wenn ich das Vorsignal schon kenne, kann ich daraus das Folgesignal berechnen. Aber genauso auch, wenn ich die Ableitung des Vorsignals kenne, fragen wir uns jetzt also, wie komme ich auf die Ableitung des Nachfolgesignals? Und diese Fragestellung führt zum sogenannten Forward Mode oder der Forward Propagation. Ich deute das mal hier mit vorwärtsgerichteten Pfeilen an. Ja, forward, beziehungsweise vorwärts. Und zwar ist das jetzt schlicht und ergreifend eine einfache Kettenregel für Richtungsableitung. Das heißt, die Richtungsableitung von SI, ich benutze hier Newtonsche Schreibweise, die Richtungsableitung von SI ist dann also definiert als die partielle Ableitungsmatrix von LI nach dem ersten Vektorargument. Das ist Partial nach Partial WI von LI multipliziert mit der Richtungsableitung von diesem Abschnitt des Gewichtevektors. Plus, und das müssen wir für jedes Vektorargument machen, also haben wir auch plus die partielle Ableitungsmatrix von Li nach dem ithen Teil des Bias-Vektors multipliziert mit der Richtungsableitung dieses Teils des Bias-Vektors. Plus, letzter Abschnitt, die partielle Ableitung von Li nach SI minus 1 mal der Richtungsableitung von SI minus 1. So, und jetzt greift hier die Magie wunderschön. Wir haben jetzt wieder eine rekursive Vorschrift,
Ja, wie wir aus SI-1, der Ableitung von SI-1, die Ableitung von SI berechnen können. Und diese Vorschrift, die können wir rekursiv wieder einsetzen. Wir können dieselbe Bildungsvorschrift für SI-1 einsetzen und für SI-2 und für SI-3. Immer wieder, bis wir bei S0 ankommen. Und da ist Schluss. S0 ist ja ist gleich x, ist unser Erstinput. So, und das kann ich also für alle Signale machen. Damit kann ich also ohne Probleme bereits die Funktion klein f ableiten. Aber dann will ich am Ende ja noch das Kostenfunktional, aber auch das ist kein Problem. Wir kommen also auf C Punkt. Die Richtungsableitung der Kostenfunktion ist gleich. Wir haben die euklidische Norm zum Quadrat, die gilt auch wieder die Kettenregel, äußere Ableitung mal innere Ableitung. Äußere Ableitung ist 2 mal die Norm von nn w b x. Das heißt, ich kann hier aber auch direkt hinschreiben, halt von sk, wissend, dass sk dasselbe ist wie nn von w b x, minus y expected. Das ist die äußere Ableitung mal der inneren Ableitung. Und die innere Ableitung ist ist die Summe von SK von den Komponenten j gleich 0 bis. Das ist jetzt vielleicht, ich gehe mal einen Schritt zurück. Das ist vermutlich jetzt wenig durchschaubar, warum die Ableitung jetzt so aussieht. Die Ableitung war korrekt, aber wir sollten uns hier oben vielleicht noch einmal vergegenwärtigen, was die Norm zum Quadrat eigentlich bedeutet. Ja, also hier oben die Norm zum Quadrat ist nichts weiter als die Summe j gleich 0 bis k von sk j der Komponente minus y expected, beziehungsweise die j Komponente davon, Quadrat. So, und entsprechend ist die Ableitung, also die Summe bleibt uns erhalten, das Quadrat, die 2 wird nach vorne gezogen, so 2 mal der Summe j gleich 0 bis mk von j Komponente sk minus y j Komponente x. Ich kürze mal hier ab, expected, so, mal der inneren Ableitung in jedem Summand, also mal die Ableitung von sk, die j Komponente ist die j Komponente von sk dot. Die Ableitung von minus y expected ist 0. So. Das ist es schon. So, das ist jetzt also C Punkt. Das ist die Ableitung der Kostenfunktion. So, jetzt haben wir also hier oben eine rekursive Vorschrift, wie wir die Ableitung aller Signale berechnen. Und hier unten haben wir dann abschließend, wie wir die Kostenfunktion berechnen. Das ist der Forward Mode. So, beim Forward Mode oder der Forward Propagation ist es jetzt so, der Sinn, warum wir an Richtungsableitungen interessiert sind, ist, weil wir mit Hilfe von Richtungsableitungen hier für die Kostenfunktion des neuronalen Netzes den Gradienten rekonstruieren können. Ja, wir müssen am Anfang, wir wählen ganz am Anfang, wir haben, dass der
der Gradient von NN, wobei der von NN interessiert uns nur mittelfristig oder nur als Zwischenergebnis, sondern der Gradient der Kostenfunktion bezüglich des Standardskalarproduktes ist zugleich auch die Jacobi-Matrix der Kostenfunktion. Möglicherweise kennt ihr andere Schreibweisen für die Jacobi-Matrix. Legale Schreibweisen, die mir noch einfallen würden, ist Nabla-Kost. Gäbe es noch D-Kost. Gibt sonst noch was? Partial-Kost. Also man findet in unterschiedlichen Büchern unterschiedliche Schreibweisen. Ich kenne vor allen Dingen die Schreibweise mit dem J. Man sagt die Jacobi-Matrix, aber eben Nabla, D oder Partial sind Alternativen und möglicherweise kennt ihr noch welche. Aber der Gradient ist gleich der Jacobian und das sind Matrizen bzw. Vektoren. 1, Kreuz, die Anzahl der Inputs, also n, die Dimension von x, 1 Kreuz x. So, mit dem Forward Mode können wir eigentlich die Jacobi, aber in dem Fall, weil die Kostenfunktion eine Skalarfunktion ist, darüber auch den Gradienten. Mit Hilfe des Forward Modes können wir, möchte hier gerne eine visuelle Trennung einziehen. So mit Hilfe des Forward Mode können wir die Jacobi rekonstruieren über Richtungsableitungen. Ja, das ist sozusagen hier immer wieder C Punkt, aber C Punkt zu verschiedenen Richtungen im Grundbereich. Also der Grundbereich ist für uns WB. Ja, das X ist ja gesetzt. Und der Grundbereich ist WB, das heißt W.B. Und wir wählen W.B. um die Jacobi zu rekonstruieren, gerade als sogenannten kanonischen Einheitsvektoren. An der ersten Position 1, 0, und so weiter. So, C Punkt von, ja, dann EI, das ist also 0, Punkt, 0, 1, 0, Punkt, 0. So, wobei die 1 an der I-ten Stelle steht. So, wir wählen einmal durch die gesamten kanonischen Einheitsvektoren und damit können wir jede Spalte der Jacobi wiederherstellen. Die Forward Propagation gibt uns immer eine Richtungsableitung. Die Jacobi setzt sich aber aus n Spalten zusammen, das heißt, die Forward Propagation muss n mal aufgerufen und ausgeführt werden, um alle Spalten, das heißt also alle Einträge des Gradienten bzw. der Jacobi aufzufüllen. Wichtig hierbei zu wissen ist, dass die Laufzeitkosten für die Richtungsableitungsberechnung ungefähr 2 bis 3 mal so hoch ist wie die Auswertungskosten des neuronalen Netzes. Das heißt also, um die gesamte Jacobi aufzustellen, brauche ich am Ende des Tages Pi mal Daumen irgendwas zwischen 2 und 4. Tendenziell nah an der 2, 2 mal 2 mal n mal die Laufzeit für den Aufruf, für einen Aufruf des neuronalen Netzes. Das ist nicht so gut, aber es ist sehr speicherarm. Also sozusagen, also die Forward Propagation, die hat einen Nachteil.
Hoch. Wird ja hier immer schöner. Die hat also einen Nachteil. Ich habe es gerade versucht, verbal zu formulieren. Nachteil. Ja. Muss n mal aufgerufen werden. Aufgerufen werden für die Berechnung, eines Gradienten. Großer Vorteil, speicherarm. Ich habe Speicherkosten überhaupt grundsätzlich für das neuronale Netz, schon lange bevor ich anfange abzuleiten. Aber mit dem Forward Mode muss ich nicht sonderlich viel mehr Informationen abspeichern. Also die Speicherkosten, die das neuronale Netz nur durch seine Existenz einer Physik schon verursacht, liegen deutlich über dem, was die Forward Propagation dann noch dazu packt. Also die Speicherkosten des neuronalen Netzes dominieren die Speicherkosten der Forward Propagation total. Demgegenüber steht, das war der Forward Mode, der Reverse Mode, so heißt es in der algorithmischen Differenziation, oder Back Propagation innerhalb der Community des maschinellen Lernens. Wenn wir sie hier, ups, Backward beziehungsweise rückwärts. Für den Rückwärtsmodus bleiben wir hier oben bei unserer Betrachtung. Wir haben, dass das Ite-Signal das Ergebnis ist vom Iten-Layer. Und jetzt kommt eine ziemlich abgefahrene Idee ins Spiel. Ich weiß auch gar nicht so recht, wie man die jetzt groß anders oder besser motivieren soll. Der wesentliche Punkt ist, bei der Forward Propagation sind wir sozusagen durch das Argument über den Eaton-Layer ins Ite-Signal gegangen. Also vorwärts durch das neuronale Netz, vorwärts in seiner Definitionsrichtung. Bei dem Reverse Mode, bei der Back Propagation, gehen wir rückwärts. Statt die Ableitung von SI nach WI, BI und SI-1 zu berechnen, gehen wir jetzt rückwärts und versuchen aus SI ein Update zu generieren für WI, BI und SI-1. Das sieht dann wie folgt aus. Ich habe jetzt keine groß andere Wahl, außer es jetzt einmal ordentlich hinzuschreiben. Wir ändern unsere Notation. Hier, SI war die direkte Berechnung, SI dot die Richtungsableitung. Und jetzt haben wir sozusagen die Größen des Rückwärtsmodus. Sie werden notiert mit einem Strich, also WI quer. So, wir bekommen WI quer ist gleich die partielle Ableitung von LI nach WI. Man bemerke, das ist dieselbe partielle Ableitung wie hier oben, hier im Vorwärtsmodus. Wir haben hier die partielle Ableitung von LI nach WI. Hier haben wir sie wieder. Aber hier oben haben wir sie gebraucht, um W.I auf S.I abzudaten. Jetzt benutzen wir sie für die gegenteilige Operation. Genau genommen, wir benutzen ihr transponiertes, sonst geht die Dimension nicht auf. Und wenden sie an auf. Halt, 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 halt. Auf SI quer. So, ja, also SI quer ist eine Größe, die wir kennen. Und wir updaten sie zurück auf WI quer. Zum einen allerdings auch auf den Bias-Vektor BI quer. Das ist dann also auch die partielle Ableitung nach BI.
Das sind alles dieselben partiellen Ableitungen wie eben auch schon hier oben im Vorwärtsmodus. Wir hatten die partielle Ableitungsmatrix nach W, die partielle Ableitungsmatrix nach B und die partielle Ableitungsmatrix nach dem Vorsignal. Das ist hier alles das Gleiche. Mal S quer I. Ja, auch hier gilt, das ist dasselbe S quer I. Wir updaten aus S quer I über die drei partiellen Ableitungsmatrix in die drei Größen, die ursprünglich zur Berechnung von SI geführt haben. Und zu guter Letzt SI minus 1, also das Vorsignal bildet sich aus der partiellen Ableitung von LI nach SI minus 1 transponiert mal SI quer. Der Punkt ist jetzt aber wieder, ähnlich beim Vorwärtsmodus, wir hatten jetzt sozusagen, sobald wir SI minus 1 dot kennen, können wir über diese rekursive Formel SI dot berechnen. Hier gilt etwas Ähnliches, nur eben rückwärts gewandt. Statt aus SI minus 1 berechnen wir aus SI rückwärts ein Update auf S quer I minus 1. Und diese Formeln sind wieder rekursiv. Das ist eine Rekursion. Und diese Rekursion wird angewendet pro Layer. Wir hatten eine Vorwärtsrekursion. Wir sind die Layer vorwärts durchgegangen von L1, L2, L3 bis LK. Jetzt gehen wir rückwärts durch. Wir starten bei LK, beziehungsweise vorher noch. Wir müssen jetzt ja auch, das sind die Updates für alle Layer. Jetzt müssen wir uns noch das Update für die Kostenfunktion überlegen. Aber auch hier kein Problem. Denn hier oben gilt wieder, die Struktur ist im Grunde die gleiche. Wir hatten hier im Vorwärtssinne, wir sehen hier vorne, alles was ich jetzt hier in einen grünen Kasten bringe, das ist die partielle Ableitungsmatrix des Kostenfunktionals. Wir sehen, dass die einzige echte Größe, die in C einging, das haben hier ganz hier oben die einzig echte Größe, die in C eingeht. Y expected ist ein konstanter Vektor. Das ist keine Größe, die ist schon ein, ist ein Parameter, das ist keine Variable, das ist ein Parameter, der in C eingeht, aber ansonsten nur SK. SK ist der unmittelbare und einzige Vektor, der in die Kostenfunktion eingeht. Die Gewichte und Biasse indirekt auch, aber das ist ja in den Layern verarbeitet worden. Für die abschließende Operation, um aus dem letzten Signal die Kosten zu berechnen, geht auch wirklich nur das Signal in die Kostenfunktion ein und kein weiteres Gewicht, kein weiterer Bias. Entsprechend können wir sagen, ist, ach, das ist jetzt grün, grün ist irgendwie unpraktisch, wir können sagen, dass S quer K, damit müssen wir ja den Prozess starten, um uns rekursiv von hinten nach vorn durch die Layer arbeiten zu können. S K quer ergibt sich schlicht und ergreifend über genau diese partielle Ableitung hier, also 2 mal die Summe J gleich 0 bis MK minus 1, das habe ich hier oben übrigens vergessen, MK minus 1 und hier ganz oben auch MK minus 1, so, MK minus 1 von SK bzw. seiner J-Komponente minus Y expected, das heißt seine J-Komponente, so, mal C quer. Und jetzt ist die große Frage, gut, ich kann also S quer I minus 1 berechnen aus S quer I, S quer I aus S quer I plus 1, arbeite mich bis S quer K. Aber wo bekomme ich C quer her? Jetzt gilt hier eine ähnliche Überlegung wie auch schon im Vorwärtsmodus. Im Vorwärtsmodus haben wir alle kanonischen Einheitsvektoren angelegt, um die Spalten der Jacobi zu berechnen. Entsprechend müssen wir jetzt hier auch im Wertebereich, in der Range,
alle kanonischen Einheitsvektoren durchgehen. Allerdings ist die Kostenfunktion, ja, hier die Kostenfunktion ist eine skalarwertige Funktion, also sie bildet ab nach R1. Und im R1 gibt es genau nur einen kanonischen Einheitsvektor, das ist E0, also der Vektor 1. Der Vektor mit einem Eintrag, der 1. C-quer ist 1. So, damit kenne ich also C-quer, kann rückwärts durchrechnen und werde dann schlussendlich, wenn ich also aus C-quer S-quer K berechnet habe, aus S-quer K S-quer K minus 1 und so weiter bis S-quer I, S-quer I minus 1 und so weiter, bis S-quer 0, wobei S0 war x, also ist S-quer 0 x-quer. Auch kriege ich ja hier immer wieder ein Update für die einzelnen Abschnitte des Gewichtevektors und des Bias-Vektors. Das heißt, am Ende des Tages bekomme ich einen Satz W-quer B-quer x-quer. Und das ist genau wieder der Gradient der Kostenfunktion. Ja, die Forward Propagation hat uns immer eine Spalte gegeben. Die Back Propagation gibt uns eine Zeile, aber der Gradient, der besteht nur aus einer Zeile. Das heißt, eine einmalige Anwendung der Back Propagation gibt uns gleich sofort den gesamten Gradienten. Ja, und damit kommen wir dann auch wieder zur Vorteils-Nachteils-Betrachtung. Ja, der große Vorteil, einmal aufrufen. Und ähnlich wie im Vorwärtsmodus gilt hier auch, dass die Backpropagation, je nachdem wie sie implementiert ist, kann von den Ausführungskosten so weit runtergedrückt werden, dass es 2 bis 3 Mal die Auswertung des neuronalen Netzes kostet. Ja, also die Forward Propagation kostet bei einmaliger Anwendung 2 bis 3 Mal der Auswertung des neuronalen Netzes, die Back Propagation auch. Aber ich muss die Forward Propagation insgesamt n mal aufgerufen haben, um den Gradienten zu vervollständigen. Ich brauche die Back Propagation nur einmal aufrufen. Einmal aufrufen für vollen Gradienten. Nachteil, das sieht man jetzt aus den Ausführungen hier nicht. Ich werde das jetzt auch nicht weiter vertiefen. Ich werfe das jetzt einfach mal in den Raum. Das ist ein absoluter Speicherfresser. Im Wesentlichen verdoppelt es den Speicherbedarf des neuronalen Netzes Pi mal Daumen. Es gibt ein Trade-off. Man kann durch sogenanntes Checkpointing kann ich Laufzeit gegen Memory tauschen bei der Backpropagation. Ich kann also da ein bisschen links-rechts stapeln, je nachdem, worauf ich mein Augenmerk lege, was mir wichtiger ist. Ist es mir wichtig, Memory zu sparen, dann werde ich bei der Laufzeit ein bisschen mehr ausgeben müssen. Oder ist mir die Laufzeit hier absolut wichtig und ich habe den Memory einfach zur Verfügung, dann muss ich alle Zwischenergebnisse, die das neuronale Netz bei einer Auswertung produziert, zwischenspeichern. Die brauche ich dann beim Aufruf des Reverse Mode. So ein bisschen sieht man das hier. Bei der Berechnung von S-K, ich brauche SK. SK ist die Auswertung des neuronalen Netzes. Das ist das letzte Signal, das das neuronale Netz berechnet. Aber Ähnliches gilt auch für die ganzen partiellen Ableitungsmatrizen. Die brauchen, je nachdem, für was für eine mathematische Operation sie stehen, auch all die anderen Signale. Also ich muss all diese Signale zwischenspeichern, um die Backpropagation
ausführen zu können. Und dieses Zwischenspeichern, das erfordert eben viel Memory. So, oder ich arbeite mit Checkpointing. Ich speichere nicht jedes Signal ab. Und immer wenn ich an ein Signal komme, das ich nicht zwischengespeichert habe, dann muss ich sozusagen ein Teil meines neuronalen Netzes aus einem Vorsignal wiederherstellen. Dann in dem Augenblick, wo ich es brauche. Das ist Checkpointing. So, dann sozusagen werden Teilauswertungen des neuronalen Netzes werden also wiederholt an verschiedenen Stellen. Deswegen wird die Laufzeit ansteigen, aber dafür geht der Speicherbedarf runter, weil ich Lücken in meinem Signalspeicher lasse. Aber so viel also zu den theoretischen Erwägungen des Forward- und Reverse-Modes und zur Grundstruktur des neuronalen Netzes. Der wichtige Punkt war, also wir haben unser Input-Layer, Output-Layer, wir haben unsere Zwischenlayer. So, jeder Layer nimmt das unmittelbare Vorsignal als Argument plus zusätzliche Parameter, die sogenannten Gewichte und Biasse, um fein eingestellt zu werden. Über diese Parameter kann ich dann das Verhalten des neuronalen Netzes variieren. Ja, also diese Parameter bestimmen, wie der Layer mit dem Vorgängersignal umgeht und was dann sozusagen als Signal rauskommt. Bevor ich dieses Video abschließe, kann ich jetzt hier eigentlich nach Viva da. Ja, wunderbar. Gucken wir uns doch vielleicht nochmal zwei typische Layer-Typen an. Der eine Layer-Typ ist der Linear Layer. Ja, wir haben also das Signal SI wird über LI aus WI, BI, Gewichte, Biasse und dem Vorgängersignal berechnet. So, und zwar wie? Wir gehen bei dem und zwar wie folgt. Wir gucken uns mal nur eine Komponente von SI an. Aber bevor wir das machen, sammeln vielleicht mal oder rufen uns nochmal in Erinnerung. So, SI minus 1 war ein Vektor aus R hoch NI beziehungsweise R hoch MI minus 1. SI war ein Vektor aus R hoch MI. So, WI war ein Vektor aus R hoch SI, sowie der Bias-Vektor war ein Vektor aus R hoch LI. So, beim Linear Layer kommt jetzt die Besonderheit. Für den Linear Layer setzen wir LI ist gleichgesetzt mit MI. Ja, also SI und BI sind sozusagen Vektoren gleicher Länge. Das zweite ist, SI wird gleichgesetzt mit MI mal NI. Und das bedeutet insbesondere, dass ich WI nicht nur als ein Vektor aus R hoch SI betrachten kann, sondern ich kann WI auch als eine Matrix, die Gewichtsmatrix des Eaton Layers, interpretieren mit MI Zeilen sowie NI Spalten. So, mit diesem Wissen kann ich jetzt hinschreiben, wie meine Vorschrift für das IT-Signal aussieht. Das ist dann nämlich SI ist gleich WI, ja, als Matrix. Matrix-Vektorprodukt mit SI minus 1 minus BI.
Und das war's. Das ist alles, was der lineare Layer macht. Wir können es ja jetzt vielleicht mal auch, weil es ja sowohl für den Forward als auch für den Backward Propagation Mode relevant ist, die drei partiellen Ableitungen anschauen. Ja, die partielle Ableitung nach WI, BI und dem Vorsignal. Und da kommen wir darauf, SI Punkt ist gleich die Ableitung nach WI. Na, SI Punkt, nee, das ist ja anders so. Also die Ableitung die Ableitung des Eaton Layers nach WI ist jetzt das Minus BI fällt weg und hier habe ich ein Produkt. S wird sozusagen zur Konstante. Ist entsprechend auch einfach nur SI minus 1. So, ja. Wird damit eine Matrix NI Kreuz 1, also ein Vektor. So, die nächste, die partielle Ableitung nach SI ist dann einfach die Gewichtsmatrix. Ist dann entsprechend, bleibt also der Shape erhalten, MI Kreuz NI, sowie die letzte partielle Ableitung nach BI von LI ist die minus die Einheits, ups, das sollte kein J werden, minus, und machen wir mal die andere Schreibweise, minus der Einheitsmatrix. Die Dimension MI, ja, also der Matrix, die nur Einsen auf der Hauptdiagonalen hat und Nullen sonst. Die Einheitsmatrix. So. Und hier gibt es unterschiedliche Schreibweisen. I für Identity, E für Einheit, E mit einem zusätzlichen Strich, was auch immer. So, beispielhaft können wir also anhand der Vorschrift hier oben, ja, die partielle Ableitung nach WI mal dort WI, partielle Ableitung nach BI mal dort BI, wir können die Richtungsableitung für die Forward Propagation spaßeshalber mal mit aufschreiben. Also haben wir SI dort ist gleich. Uiuiui, jetzt muss ich kurz überlegen. Ja, hier habe ich die Reihenfolge der Matrix Faktoren nicht beachtet. Weil das bleibt. Ah ja. Ja, okay. Uiuiui. Ich habe mit dem Transponieren nicht aufgepasst. Also die Reihenfolge, jetzt die Produktreihenfolge haut nicht ganz hin, dass die partielle Ableitungsmatrix mal dort WI, das geht nicht, weil wir WI als Matrix interpretiert haben, das hätte man in der Formel hier oben besser berücksichtigen müssen, weil es ist nämlich nicht, W dort kommt jetzt nicht von rechts, sondern W dort kommt von links, so WI mal SI minus 1 plus
WI mal, ja, das ist hier. Also, mal SI minus 1 dot minus BI dot. Ja, dieses Minus hier geht schon die negative Einheitsmatrix ein. Ja? So, das ist die Richtungsableitung vorwärts. Na gut, dass wir es einmal aufgeschrieben haben. Das Matrixprodukt hat alles ein bisschen verkompliziert. Beziehungsweise das Matrixprodukt und weil wir W als Matrix interpretiert haben. Deswegen muss man hier beim Produkt mit der Reihenfolge achten, dass das W dort nicht von rechts kommen kann. Das würde auch von der Dimension her auch gar nicht aufgehen. So, das ist der lineare Layer. Und dann schauen wir uns noch den Tangens Hyperbolicus an. Der Tangens Hyperbolicus ist als einfache Funktion betrachtet, wenn hier ist meine x-Achse, hier ist meine y-Achse, minus 1 bis 1. Der Tangens Hyperbolicus ist eine Funktion, die hier sozusagen ganz nah an die minus 1 rankommt, im sozusagen bis zum minus 1 konvergiert, aber sie im Endlichen nie berührt und genauso auch im Positiven sozusagen gegen plus 1 strebt. So, man verwendet hier Tangens Hyperbolicus als sogenannte Aktivierungsfunktion. Ich habe also mit dem linearen Layer Vorsignale verarbeitet. Und ein Signal berechnet. Das wird jetzt aber, und hier kommt sozusagen, hier fließt jetzt eine Idee ein, die man sich sozusagen von der Synapse oder vom Gehirn abgeguckt hat. Man möchte jetzt, dass Signale, die produziert werden aus Vorsignalen, dass hier auch nochmal gegen ein, hier gegen BI ist sozusagen der Schwellwert, der BSI ist ein Schwellwert, dass die gegen einen Schwellwert verglichen werden und dann durch eine Aktivierungsfunktion gefiltert werden. So. Alles, was über den Schwellwert nicht drüber hinwegkommt, wird eben sehr klein. Und was über den Schwellwert hinaus wächst, wird tendenziell halt sehr groß, also relativ groß, strebt sozusagen gegen die 1. Hier werden also Signale auf negativ, positiv umverteilt, abgebildet durch den Tangens Hyperbolicus anhand dessen, wie diese Signale zu den Schwellwerten stehen. So, das heißt also, auch hier ist dann also unser Signal, sagen wir also I plus 1, ist einfach der Tangens Hyperbolicus von komponentenweise angewendet auf das Vorsignal SI, das wir eben gerade berechnet haben. Jetzt gilt es normalerweise, wenn jetzt also hier y ist gleich f von x mit alles in R1, dann ist die Ableitung d nach dx von y, was im Eindimensionalen dasselbe ist wie die einzige Richtungsableitung, die einzige normierte Richtungsableitung, die da existiert, ist für den Tangens Hyperbolicus 1 minus f Quadrat x, also ja, hier oben so Tansch x, also 1 minus Tansch Quadrat x. So. Also auch hier kann man sich jetzt überlegen, ja, was ist die partielle Ableitung nach den Gewichten? Naja, es gehen keine Gewichte ein. Also sozusagen Wi plus 1 war ja ein Vektor aus R hoch Si plus 1 und das bedeutet, wir setzen
Jetzt fällt mir erstmal auf, dass ich die Signale S, aber auch die Dimension der Gewichte S genannt habe. Egal, dabei bleiben wir jetzt so. Das ist also die Dimension für die Gewichte SI plus 1. Nicht das Signal, sondern die Dimension für die Gewichte ist 0. Ja, also die Gewichte sind ein Vektor der Länge 0. Und das gleiche gilt eben auch für Li plus 1 ist auch 0, also die Dimension für die Bias. So, das heißt, entsprechend sind die partiellen Ableitungsmatrix nach Wi und Bi sind halt, existieren nicht. Das sind 0 Kreuz 0 Matrizen. Es gibt nur eine partielle Ableitungsmatrix und das ist halt. Ja. Ja. Sozusagen, ja. Mal d nach dxx, aber das ist halt 1. Dieser der einzige normierte Richtungsvektor. Wäre der Richtungsvektor nicht normiert? Ja. So, das heißt, die einzige partielle Ableitungsmatrix, die uns jetzt erhalten bleibt, das ist die bezüglich des Vorsignals. Und das ist genau auch wieder Einheitsmatrix. Allerdings dieses Mal, nee, nicht, das ist auch wieder MI. Ja, minus SI plus 1 Quadrat. Halt, das ist nicht die Einheitsmatrix, entschuldigt. Das ist einfach der 1-Vektor. 1 minus SI plus 1 Quadrat. Und somit kann man auch hier die Vorwärtsableitung hinschreiben. SI plus 1 dot ist also eins minus SI plus 1 Square mal SI dot. So, wenn euch gefällt, wenn euch das gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Erwägt gerne auch eine Subscription meines Kanals. Lasst mir auch gerne Kommentare da. Ich lese sie mir alle durch und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Dieses Video ist jetzt etwas über eine Stunde, 2 Minuten, 3 Minuten, 4 Minuten, wenn ich fertig bin. Dafür haben wir das jetzt alles in einem Rutsch einmal durchgesprochen, die Forward Propagation, die Backward Propagation und die allgemeine Layer-Struktur für neuronale Netze zum Zwecke des überwachten Lernens. Im nächsten Video, wie angekündigt, geht es dann weiter mit der Implementation der Netze, der Forward Propagation und der Backpropagation. Und im dritten Video geht es dann um den eigentlichen Lernprozess. Wie wir jetzt also dann die Ableitung einbinden, um die Lernqualität des neuronalen Netzes zu verbessern. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.